zu einer neuen Folge Roblox Brookhaven Roleplay. Heute fangen wir uns einen echten Drachen. Falls ihr neu hier seid und es noch nicht gemacht habt, abonniert sehr gerne den Kanal, dann verpasst ihr keine neuen Videos. Und dann würde ich sagen, let's go! Ronja, was schaust du da? Oh mein Gott, hast du schon die neuen Videos gesehen, wie man eigene Drachen fängt und zähmt? Nein. Ich kann es nicht glauben. Es gibt echte Drachen. Oh mein Gott, ich habe schon immer davon geträumt, einen eigenen Drachen zu haben. Ich fange mir einen. Ronja, hast du dir den Kopf gestoßen? Jake, das kann nicht sein. Es gibt echte Drachen. Ich habe es in dem Video gesehen. Da waren sie ja da. Wie sollen die denn sonst gefilmt haben, wenn es sie nicht gibt? Das ist Fake. Drachen existieren nicht. Ich werde es dir beweisen, Jake. Ich werde es dir beweisen. Mein echter Drache und ich sitzen morgen hier in der Wohnung und machen uns vielleicht ein paar Marshmallows am Feuer. Ronja, das sind nur Fabelwesen aus Märchen. Klar, du würdest es glauben, aber ich, der auch tatsächlich dann den Drachen fangen wird, ich habe da keine Zweifel. Okay, wenn du recht hast, kaufe ich dir ein Eis. Deal! Okay, dann mache ich mich jetzt auf den Weg, fange den Drache und dann trainiere ich ihn. Und dann kann er mir bei allen möglichen Sachen helfen und du wirst so neidisch sein. Na, viel Glück. Hier im Video war der Drache im Wald. Okay, kein Problem, aber die gibt's wohl auch an Seen. Denkst du, am See ist ein Drache? Es gibt wohl ganz verschiedene Drachen. Es gibt auch Höhlendrachen, es gibt Feuerdrachen, es gibt wohl so Wasserdrachen. Die sind aber unter Wasser bei so unter 50 Metern, da komme ich nicht hin. Aber ich denke, vielleicht ein Höhlendrache. Ein Wasserdrache oder was? Du würdest es nicht verstehen. Weißt du was? Ich gehe einfach mal raus und dann suche ich mir einen. Okay, ich habe gelesen, dass hier irgendwo in der Nähe so eine versteckte Höhle sein soll. Weißt du, was ich meine? Und wo soll das sein? Folge mir. Wir gehen hier den Berg runter und dann hinterm Wasserfall. Da soll es die stärksten Drachen aller Zeiten geben. Wir waren schon so oft hier und wir haben nie was gesehen. Jake, du hast ja auch noch nie einen Drachen gesehen. Die werden sich schon irgendwie verstecken. So, kleiner Drache, wo bist du? Hallo, ich werde mich gut um dich kümmern. Oh mein Gott, guck mal hier, hinter dem Wasserfall. Perfekt. Da ist eine Höhle. Unter Wasser. Und schwimmen wir einmal durch. Oh mein Gott, ich kann es nicht glauben. Jake, siehst du es da hinten? Was ist das? Ich hab's dir doch gesagt, es ist ein Drache, es ist ein echter Drache. Okay, jetzt schnell sein, nicht, dass der uns entkommt. Okay, kleiner Drache, alles ist gut. Bleib stehen. Oh mein Gott, das ist ein Feuerdrache. Jake, hilf mir. Okay, und hab ich dich. Oh, ich hab mich verbrannt. Ah, der hat sich losgerissen. Oh mein Gott, Ronja, wie willst du das fangen? Okay, Jake, jetzt hör auf, hier Quatsch zu reden. Nimm dir ein Seil und dann hinterher mit dem. Na gut. Schnell, sonst kommt er davon. Okay, und Überraschungsangriff! Oh mein Gott, ich kann es nicht glauben. Ich habe einen echten Drachen gefangen. Guck mal, da steht er in meiner Wohnung. Jake, ich hab's dir gesagt. Jetzt schuldest du mir ein Eis. Ich kann es nicht glauben. Wie ist das möglich? Ist egal, wie es möglich ist. Jetzt ist es auf jeden Fall erstmal an der Zeit zu lernen, wie man das Ding zähmt und trainiert. Weil wir wollen natürlich auch, dass der Drache Sachen für uns macht. Und wie willst du das machen? Schön, dass du fragst. Also, im Internet steht, dass man sich erstmal als so Gruppenanführer raussetzen muss, okay? Damit die Drachen sehen, wer hier das Sagen hat. Ey, Drache, ich bin dein Chef. Hallo, was soll das denn? Ich bin der Chef vom Drache. Okay. Drache, bleib mal hier, kleiner Drache. Das ist meine Wohnung, okay? Stehen geblieben, Drache. Solange du deine Füße unter meinen Tisch setzt, folgen hier meine Regeln. Oh, ich glaube, es hat funktioniert. Er setzt sich hin. Kleiner Drache, ich will dir nichts Böses, okay? Ich will dir nur ein paar Sachen beibringen. Glaubst du, der versteht dich? Keine Ahnung. Warte mal. Okay, sprechen Drachen Menschensprache. Hier steht nur so halb. Also sie können es nicht sprechen, aber sie können es verstehen. Ich hoffe, wir können gute Freunde werden. Und ich wünsche mir, dass wir viele Aufgaben zusammen erledigen können. Deswegen gehen wir jetzt zusammen in den Supermarkt und du kannst diese ganzen Sachen tragen, weil du kannst ja auch fliegen. Oh mein Gott, überleg mal. Wir müssen nie wieder mit dem blöden Bus zum Supermarkt fahren und dann nur Tüten im Bus sitzen. Wir können einfach alles dem Drachen geben. Der fliegt für uns nach Hause und dann können wir einfach laufen. Ich habe Bedenken bei der Sache. Ach komm, was soll schon schief gehen? Ist ja nicht, als wären Drachen verboten oder so. Komm mit, Drache, wir gehen einkaufen. Kommt ihr endlich? Ja, der Drache ist doch... Hey, komm mal mit, der Supermarkt ist hier. Irgendwie scheint der Angst zu haben. Ich glaube, er mag keine Menschen. Ist egal, Drache, du bist jetzt mein Haustier, du kommst jetzt mit. So, zack, und wir können hier einmal rein. Okay, Drache, nimm dir mal eine Tüte. Und dann hätte ich gerne eine Packung Chips, eine Packung Schokolade. Komm, zwei Packungen Schokolade. Und noch eine Pizza. Oh mein Gott. Jake? Also der Drache ist ja nicht von der Polizei verfolgt. Das heißt, wenn der Drache jetzt einfach die Sachen nimmt und wir gehen, müssen wir sie nicht bezahlen. Ronja, nein. Ach komm, es ist eh kein Kassierer da gerade. Das ist Diebstahl. Ja, aber doch nicht von uns.
Es ist der Drache. Was sollen sie machen? Keinem kann was passieren. Stehen ist nie okay. Na schön. Dann gehe ich halt rein und lege ein bisschen Geld in die Kasse. Hier, zack. Okay, Drache, wir können gehen. Beeilt euch aber. Ganz entspannt, ganz entspannt. So, komm, wir gehen wieder nach Hause. So, da wären wir. Drache, wo bleibst du? Ah, da unten bist du schon. Perfekt. Guck, habe ich dir doch gesagt. Nichts wird schief gehen. Ja, eigentlich ist es voll praktisch. Aber denkst du nicht, dass er ein Zuhause hat? Quatsch, was soll er denn für ein Zuhause haben? Er wohnt bei mir. Oh, du wirst gar nicht glauben, wie die Kinder morgen gucken, wenn ich mit meinem eigenen Drachen in die Schule komme. Was, wenn er sich hier nicht wohlfühlt? Okay, das will ich natürlich auch nicht. Hey, kleiner Drache, kann ich mal mit dir reden? Erstmal Dankeschön, dass du uns die ganzen Sachen getragen hast. Fühlst du dich hier wohl? Ha, scheint alles gut zu sein. Also keine Sorge, du kommst morgen mit in die Schule. Let's go! Er hat doch Angst vor Menschen. Ach was, das geht schon gut. Okidoki, da sind wir auf dem Weg zur Schule. Der Drache wirkt nervös, oder? Hey, alles gut, beruhig dich. Genau, bleib einfach sitzen. Dir kann nichts bleib sitzen, es kann nichts passieren. Ich glaube, er versteht nicht, wie die U-Bahn funktioniert. Mann, Ronja, der hat Angst. Denkst du wirklich? Ich meine, ja, er wirkt recht nervös im Hintergrund. Denkst du, wir sollten den Drachen freilassen? Ich glaube, das wäre das Beste. Okay, dann lass uns weiterfahren und den Drachen wieder zurück zu seiner Familie bringen. Er hat sicher auch Freunde am See. Das ist die richtige Entscheidung. Oh mein Gott, das wird wirklich hart. Ich habe mich so dran gewöhnt, dass der Drache jetzt bei mir wohnt. Aber wenn ich ihn freilassen muss, es ist wahrscheinlich das Beste für alle. Na gut. Oh, da seid ihr schon. Hallo Drache. Jake, du bist dir sicher, dass das der richtige Weg ist? Können wir ihn nicht behalten? Nein, das ist einfach nicht seine Umgebung bei uns. Verstehe. Okay, ich hätte nie gedacht, dass ich den Tag mal erlebe, dass ich einen Drachen, den ich selber gefangen habe, freilasse. Aber okay, er scheint auch wirklich nach Hause zu wollen. Dann leb wohl, kleiner Drache. Ich werde dich immer in Erinnerung behalten. Besuch uns mal, okay? Mach's gut. Und da ist er weg. Du hast das Richtige getan. Jetzt hat keiner in der Schule meinen Drachen gesehen. Die werden denken, ich spinne, wenn ich denen das morgen erzähle. Oh, apropos Schule. Ich glaube, wir haben heute ein paar Unterrichtsstunden geschwänzt. Upsi. Ja, vielleicht solltest du die Story für dich behalten. Na schön. Aber das nächste Mal fange ich was ich nicht wieder freilassen muss. Ich habe da schon so ein Video gesehen, Jake, im Internet, über echte Feen, die hier wohl in der ganzen Gegend sind. Oh nein. So, das war's mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert den Kanal, dann verpasst ihr nämlich keine neuen Videos. Und dann macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss!